Ronja Protzmann, Absolventin der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Huber, der Hof für alle. Bitte schön. Hallo und danke, dass ich heute hier stehen darf. Ich bin Ronja Protzmann und habe in 7 Semestern Innenarchitektur an der HAWK in Hildesheim studiert und jetzt im August meinen Bachelorabschluss gemacht, und zwar zusammen mit dem RORASMUS-Programm. Das RORASMUS-Programm bietet Studierenden die Möglichkeit, ein Semester lang den ruralen Raum kennenzulernen und für und mit einer Gemeinde ein Projekt zu bearbeiten. Ich bin als erste Teilnehmerin überhaupt von Hildesheim nach Kirchheim-Schöring gezogen und habe dort einige Zeit gewohnt und gelebt. Vor Ort habe ich mich mit dem Bestandsgebäude beschäftigt, was in der Gemeinde Huberhof genannt wird. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Schweinestall, der mitten im Ortskern steht. Im Obergeschoss, wie Sie auf den Bildern sehen können, gibt es eine ehemalige Tenne und im Erdgeschoss die Stallräume. Huber, der Hof für alle, die Belebung des Kirchheim-Schöringer Dorfkerns. Das war der Titel meiner Abschlussarbeit und offensichtlich handelt es sich dabei nicht um ein Einfamilienhaus. Und trotzdem möchte ich Ihnen heute einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben, um das Potenzial des RORASMUS-Programms aufzuzeigen. Die Belebung des Ortskerns spielt eine zentrale Rolle. Und dafür braucht es natürlich Menschen, die diesen Ort besuchen. Und wann besuchen Menschen einen Ort? Wenn sie sich dort wohlfühlen. Und um das zu erreichen, habe ich mein Konzept nach den Menschen, nach den Werten der Menschen dort vor Ort gerichtet. Wie habe ich das gemacht? Ich habe eine Bedarfsanalyse durchgeführt, habe mich in der Gemeinde integriert, war bei den Gemeinderatssitzungen dabei, bei den Bürgerratssitzungen und auch beim Quizabend im Kulturcafé, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was wollen die Menschen und was passt dort in die Gemeinde am besten rein. Außerdem habe ich eine Umfrage erstellt und die Ergebnisse in Diagrammen festgehalten. Dieses Diagramm zeigt, was die Menschen sich vor Ort für dieses Gebäude konkret vorstellen können. Und an erster Stelle sieht man hier, ein regionaler Bauernmarkt war sehr erwünscht. Auf den gehe ich später noch einmal ein. Außerdem habe ich nach den Werten der Gemeinde gefragt. Spannend zu sehen ist hier, dass die erst widersprüchlich erscheinenden Begriffe von Innovation und Tradition gleichermaßen von Bedeutung für die Menschen vor Ort waren. Und das sind auch die beiden Begriffe, auf die ich mein Konzept und meine Herleitung stützen möchte. Das Erdgeschoss widme ich dem Begriff der Tradition. Aus der Geschichte des Mittelalters und dem Symbol der Hand, welches für Handwerk und Heimatverbundenheit stehen kann, entstand eine abstrakte Anordnung von neuen Raummodulen, die im Erdgeschoss die Fassade durchbrechen. Im Gegensatz dazu steht der einzelne Kubus im Dach für das Thema der Innovation. Hier habe ich mich dem Symbol eines Fernrohrs bedient, welches für Weitsicht und Zukunft steht. Und von dieser Form habe ich die Form des Raummoduls abgeleitet. Und die Position im Dach unterstützt natürlich die Weitsicht und das Bild der Zukunft. Hier im Schnittmodell ist die Umsetzung der Raummodule nochmal genauer zu sehen. Die Themen Tradition und Innovation sind natürlich nicht nur außen im Gebäude sichtbar, sondern finden sich auch in den Nutzungen wieder. Im Erdgeschoss wurde die Struktur der ehemaligen Stallräume teilweise aufgebrochen und auf der Nordseite durch die bereits erwähnten Module erweitert, sodass ein großzügiger Raum entsteht, in dem sich der bereits genannte Regionalmarkt befindet. Anschließend daran gibt es Ateliers, es gibt eine Werkstatt und weitere kleine Funktionsräume. In der großzügigen Tenne im Obergeschoss entsteht ein Veranstaltungsraum mit den dazugehörigen Funktionsräumen. Strukturgebend sind hier die beiden Raummodule. Wie wir schon gesehen haben, eins davon befindet sich im Dach und passend zum Thema der Innovation finden hier Seminare und Fortbildungen statt. Komme ich auf den Regionalmarkt im Erdgeschoss zurück. In der Arbeit habe ich diesen detailliert mit Materialien, einem Fußbodenplan, Wegeführungen, einem Brandschutzkonzept und habe auch Möbelentwürfe ausgearbeitet. Und durch diesen Bereich möchte ich Sie gerne auf einem kleinen Rundgang durchführen.
Ich komme herein und stehe vor einer Bäckerei, einer Fleischerei und einer Getränketheke. Ich entscheide mich jedoch erst dazu, meinen Einkauf zu erledigen. Der Weg führt mich zu der Obst- und Gemüseabteilung. Ich nehme mir Kartoffeln und Äpfel und freue mich, dass die Produkte hier aus der Region kommen. Ich gehe weiter und erhasche einen Blick durch das offenstehende Atelierfenster. Ich möchte die Künstlerin jedoch nicht stören, wie gut, dass ihre Produkte hier in den dafür vorgesehenen Regalen angeboten werden. Ich nehme mir eine Schale als Geschenk mit. Da hat sich der Einkauf doch gleich doppelt gelohnt. Der Weg führt mich weiter zu den verpackten Produkten. Auch hier kann ich mir sicher sein, dass ich Bio-Lebensmittel kaufe. Direkt daneben befindet sich die Kasse. Ich zahle, kaufe mir gleich auch noch eine Limo und jetzt habe ich auch Zeit, mir die Theken genauer anzuschauen und auch bei der Bäckerei vorbeizuschauen. Ich kaufe eine Brezel, setze mich ins Fenster und lasse den Blick durch den tollen Obstgarten schweifen. Die Kinder spielen und ich erfreue mich an unserer tollen Nachbarschaft. Nach einem netten Gespräch mit der Bäckereiverkäuferin mache ich mich auf den Heimweg. Ich winke ihr noch einmal durch das Fenster zu und ich komme ganz sicher wieder in den Huberhof. Das war es auch schon mit meinem kleinen Rundgang durch den Huberhof, durch den Regionalmarkt und mit dem Einblick in meine Bachelorarbeit. Es ist ein Konzept entstanden, was die Werte der Kirchen-Schöringerin sowie die regionaltypische Architektur vereint. Und mein Konzept habe ich letzten Monat der Gemeinde präsentiert und hoffe natürlich, dass sie entweder ganz oder in Teilen umgesetzt wird. Und abschließend möchte ich gerne noch sagen, dass die Realitätsnähe und der Austausch zu der Gemeinde, die durch das Erasmus-Programm möglich war, nicht nur mich, sondern auch meine Arbeit sehr bereichert hat und mich immer wieder motiviert hat. Und ich sehe auf jeden Fall ein sehr hohes Potenzial für das Erasmus-Programm, nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei den Gemeinden, sei es jetzt bei Schweineställen oder beim Einfamilienhaus. Sie sehen, wir planen nicht nur für den Menschen. Für solche Projekte wünsche ich mir Finanzierung und Unterstützung und Support von Seiten des Baurechts und der Verwaltung. Applaus